Hallo liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zum Küchentipp von Gartenzeit TV und ich werde heute ein Experiment starten. Ich werde heute zum ersten Mal Likör ansetzen und zwar Schlehdornlikör. Nun, diese Beeren sagen vielen nichts, aber früher hat man sie gerne gebraucht, ob für Saft, Gelee oder wie gesagt auch schon für Likör. So sehen dann die Beeren aus. Sie hängen dann am Strauch vereinzelt. Optimal ist es, wenn wir so lange warten, bis der erste Frost die Beeren erreicht hat. Aber dann hat man leider auch Pech, weil viele Früchte schon runtergefallen sind, von den Vögeln aufgefressen oder einfach eingetrocknet sind. Und dann wird es sehr mühselig, diese Beeren zu ernten. Ja? Deshalb gibt es einen Trick. Und zwar, wenn man diese Beeren gesammelt hat, dann einfach waschen und in Tüten packen und einfach einen Tag mal in dem Eisschrank lassen. So kann der Frost also auch an die Beeren kommen und hat den gleichen Effekt, ne? Ja, und schon sind wir wieder drinne hier in der Gartenzeit TV-Küche und jetzt geht es los mit dem Ansetzen des Likörs. Die frisch gesammelten Beeren werden gründlich gewaschen und das Grüne entfernt. Dann geben Sie die Beeren in einen Durchschlag und lassen sie abtropfen. Ungefähr eine gute Handvoll geben wir dann in einen Mörser und zerstampfen alles gut. Auch die Kerne müssen geknackt werden. So entsteht diese Maische. Die zerdrückten Beeren geben wir als erste Schicht in den Topf und verteilen sie gleichmäßig auf dem Boden. Danach nehmen wir eine Vanilleschote und zerteilen diese in zwei Hälften und geben sie dazu. Wahlweise kann man auch Nelken und Zimtstangen hinzufügen. Dann werden wieder Beeren darüber gelegt, ungefähr die Hälfte der noch verbleibenden Beeren. Danach geben wir 250 Gramm Braunzucker dazu und schütten obendrauf die restlichen Beeren.
Anschließend wird nochmals 250 Gramm brauner Zucker darüber gegeben. Zum Schluss wird hochprozentiger Alkohol darüber gegossen, bis die Beeren 2 bis 3 cm bedeckt werden. Dann noch kräftig umrühren, sodass der Zucker im ganzen Topf verteilt wird. Und somit ist erst einmal der Likör angesetzt. Wichtig bei diesem Gefäß ist es, es muss noch was drauf. Also ich mache dann einen Teller drauf. Und dann wird das noch beschwert mit einem Stein. Wichtig ist es, dass man jeden Tag nachschauen sollte und auch einmal umrühren sollte. Und der Likör wird jetzt ziehen, ungefähr 2 bis 3 Monate. Und dann heißt es, wohl bekommt's.